Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Es ist Dezember und ich habe mir mal wieder eine Loot Chest bestellt. Die letzte ist wirklich schon ein Jahr her, ich glaube 2019 im Dezember muss es gewesen sein, wo ich mir die letzte Loot Chest gekauft habe. Und ich dachte, Mensch, es ist Dezember, ich gönne mir mal wieder eine. Und ja, wollen nicht lange reden, sondern gucken, was drin ist. Und dann schauen wir mal. So, machen wir mal die ganze Sache auf. So. Ich will gar nicht reingucken. Also es ist schon mal irgendwas Weiches drin. Ich nehme mal das hier raus. Das wird das T-Shirt sein. Genau. Also. Ein T-Shirt. Das packen wir natürlich mal aus. Und zwar haben wir hier. Ihr seht es vor mir. So. Was ist das? Hier steht drauf. The Witcher 2077. Okay, also es scheint ein Crossover zu sein zwischen Witcher und Cyberpunk 2077. Ja, also Motiv her, cool. Grau, okay, naja. Schwarz wäre mir lieber gewesen, aber ich denke, das geht trotzdem. Also schon mal gut, kann man machen. Sehr schön. T-Shirt. Und das hier. Das ist Pop Rocks, Popping Candy, Cola Flavor, also Cola Geschmack. Ja, das sind diese, ja, was man sich auf die Zunge macht und dann knistert das so. Ja, denke, brauche ich jetzt nicht probieren. Kennt jeder. So, was haben wir hier? Eine Postkarte. Tacos for everybody, Merry Christmas mit Deadpool. Die ist cool. Das kann man machen. Cooles Motiv. Das hätte ich mir auf dem T-Shirt gewünscht. Aber doch, sehr cool. Tacos for everybody. Sehr schön. So, was haben wir hier? Was ist das? Das hier rein. Gut, dann holen wir mal das hier raus. Was haben wir hier? Ein Plüschtier. Von Rick und Morty. Okay. Steht das drin? Nein. Also ich weiß nicht, wer das ist. Ich sehe halt nur hier Rick und Morty. Der Hund. Okay, Rick und Morty habe ich so nie gesehen. Ich weiß, schreiben vielleicht alle in die Kommentare, oh, muss ich dir unbedingt angucken. Das ist nicht so meins, muss ich ehrlich zugeben. Aber okay, Plüschtier ist auf jeden Fall mal was anderes. So, was haben wir hier noch? Was Großes, Weiches. Was ist das denn? Okay, also, eine Decke von DC. Mit richtigem Gurt hier drumherum. Der Joker drauf. Ich packe die jetzt mal nicht aus. Wir gucken gleich mal ins Heft, was drauf ist für ein Motiv. Ich nehme an, der Joker, weil hier ist der Joker drauf. Also schön weich ist er. Ja, gut, kann man machen. Halt eine Decke, ne? Ja. Wie gesagt, wir gucken gleich mal ins Heft rein. Das werden wir sehen. So, und dann war es das schon. Hier haben wir ja, Gutschein, der ist jetzt nicht so interessant, Slootheft und hier haben wir, was ist das? Ein Ausmalbuch von Assassin's Creed, na das ist ja mal cool. Also, sieht so aus, Assassin's Creed Ausmalbuch, also das ist eher was für Erwachsene als für Kinder. Ja, also man hat hier so doch sehr detailreiche Motive von Assassin's Creed mit drin. Ja, kann man machen. Ich glaube, da können Sie sich Lorraine drüber freuen. Oder wenn sie sagt, ach, es ist doch nicht so meins. Oh, geil. Also, diese Bilder hier sind schon sehr cool gemacht. Dann wüsste ich bestimmt jemanden, der sich darüber freuen würde. Cool. Ist mal auf jeden Fall was anderes. Definitiv. Und dann war es das. Sind jetzt sozusagen 1, 2, 3, 4, naja, 5 Sachen. Okay. Dann machen wir mal einen Blick in die Loot, ins Lootbook. So, hier haben wir drauf, hey Looter, alles klar. Ja, Umfrage. Ah, okay. Gut. Hier haben wir wieder das Poster, I want to believe. Das war mal irgendwann auf dem T-Shirt ein Motiv und das machen die immer als Poster rein. Genau. So, dann haben wir hier, genau, das T-Shirt. Cyberwolf.
Der war da nicht drauf. Genau, The Witcher und Cyberpunk 2077. Habe ich recht gehabt. Sehr schön. So, auf der Decke ist der Joker drauf. Ich halte euch das mal hier ran. Ich hoffe, das fokussiert. Dort. Motiv ist cool, muss ich sagen. Fällt mir gut. Ob man das jetzt auf einer Decke braucht, ist jetzt mal dahingestellt. Ich frage euch mal ganz ehrlich, wer hat so viele Decken, dass man sagt, hey, ich lege mir sowas noch irgendwo hin. Also ich denke, wenn man eine hat, dann hat man die schon und hat jetzt nicht auf die Luchas gewartet. Das Motiv finde ich mega, hätte ich mir vielleicht auch eher auf einem T-Shirt gewünscht. So, also wir machen mal kurz preistechnisch. Das T-Shirt 14,95 €, die Decke 19,95 €, das Ausmalbuch 12,95 €, die Karte gratis. Diese Pop-Rocks gratis und das Plus-Item ist der Hund. Das ist eine, ne? Da hören wir mal rein. Mit Snowball, also das scheint Snowball zu sein. Der kostet 9,99 €. Ja, sind wir jetzt summa summarum bei 15, 35, 38, 48, 58 €. Also der Preis locker wieder rein. Ja, hat es jetzt meinen Geschmack getroffen? Also ich muss sagen, ich finde Dinge cool. Also das T-Shirt, wie gesagt, T-Shirts gehen eigentlich immer. Klar, es ist grau, okay. Das Ausmalbuch ist mal was komplett anderes. Die Decke ist vom Motiv her cool. Aber wie gesagt, ob das jetzt eine Decke sein muss, weiß ich nicht. Das Plüschtier, okay. Ich kann jetzt mit Rick und Morty nichts anfangen. Ich denke aber, es gibt bestimmt welche, die Rick und Morty feiern. Und die, ja, für die ist das halt was, alles gut. Die Postkarte finde ich mega, das Motiv finde ich klasse. Ja, wie gesagt, den Preis hat es völlig übertroffen, also alles gut. Es war mal wieder eine Loot-Chest. Ich habe es mir selber gekauft. Ich verlinke euch trotzdem alles unten in der Infobox, wenn ihr der Meinung seid, Mensch, ich will auch so eine haben oder für nächsten Monat dann halt, weil Dezember ist ja jetzt rum. Ja, ansonsten war es das mit meiner... Mit deinem kleinen Unboxing. Ja. Dann würde ich sagen, ist es die letzte, also das Video ist jetzt das letzte vor Weihnachten. Das nächste kommt dann nach den Weihnachtsfeiertagen an dem Sonntag. Ich wünsche euch allen einen fleißigen Weihnachtsmann, ein paar schöne, freie Tage. Vielleicht mit Familie. Man kann ja jetzt gerade nicht so richtig, wie man das möchte. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. You